Guten Morgen, Freitag. Es ist 8.30 Uhr und Zeit für einen Blick in die Märkte. Heute im Australdollar, US-Dollar. Wir schauen auf den britischen Fuzi 100 und ein Nebenpaar. Euro-Südafrikanischer Rand. Sieht gerade interessant aus. Hier bei TikML super handelbar. Also gucken wir uns das Ganze auch mit an. Zuvor erst einmal auch herzlich willkommen wieder allen Live-Zuschauerinnen und Zuschauern hier an dieser Stelle. Wie immer verbunden mit der Bitte. Wer Fragen hat oder gerne auch den ein oder anderen Wunsch mag, bitte einfach rein hier in die Chats bei uns. Auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Hans Lutger, Elena, Steffen Reinhold, guten Morgen. Gehen wir weiter mit dem Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann mit, ja, der ist nicht für jeden geeignet und kann zu Verlusten führen. So rum, das wollte ich sagen. Da war ich gerade etwas abgelenkt. Schauen wir auf die heutigen Themen. Wie immer Freitags, es gibt hier nicht nur die Handelsideen, sondern wir schauen auch auf die Märkte. Das heißt, wir machen einen Blick in die großen Indizes, was sich dort diese Woche so getan hat. Wir schauen auf die Nachrichten für die kommende Woche. Machen auch einen kleinen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten aus der aktuellen Woche. Und danach blicken wir hier, Sie sehen es selbst, in den Wirtschaftsbericht für Deutschland oder in einen der Wirtschaftsberichte. Wir hatten diese Woche ZEW-Index. Das heißt, am Dienstag kamen die Zahlen und wir werten das Ganze heute mal so ein klein bisschen aus, damit wir wissen, wie die deutsche Wirtschaft von der fundamentalen Seite her aktuell auch aufgestellt ist. Damit, würde ich sagen, machen wir im nächsten Punkt den Blick in die heutigen Nachrichten, wie immer freitags. Es sieht ein bisschen voller aus, als es eigentlich ist. 9:30 Uhr mit den größten Relevanzen beginnen wir. Da gibt es den Einkaufsmanager in für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland wichtiger Marker. Hier um 16 Uhr gibt es dann aus den USA die Verkäufe bestehender Häuser. Weiter geht es dann ja am Nachmittag rund um ein paar Einkaufsmanager-Indizes hier in den USA bzw hier haben wir es, stehen was stehen den Einkaufsmanager Index für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen. Es gibt ein paar Reden seitens FOMC Mitgliedern und heute Abend, es ist Freitag, wie immer Zeit für die sogenannten COT Reports, wen das ganze interessiert hier an dieser Stelle gibt es die Daten und ich gehe auch davon aus, dass wir zum Thema COT vielleicht auch in diesem Jahr noch es schaffen, einmal ein kleines Webinar dazu zu machen. Weil ich bekomme doch immer mal die ein oder andere Frage dazu und COT Reports geben uns halt Einblick in die Bücher derjenigen, die hier die Preise maßgeblich gestalten, also das schauen wir uns in diesem Jahr auch nochmal an. Auch noch ein bisschen Psychologie. Da hatten wir auch noch eine Anfrage gehabt, ob man da nicht mal was zu machen kann. Das streue ich hier im Laufe der Zeit auch immer mal mit ein. Und damit gehen wir rein in die aktuellen Charts. Wir starten mit einem Blick in den Index, der britische Aktienindex. Vor ein paar Tagen haben wir über den Aktienindex hier schon mal gesprochen. FUZI 100, hier ist es unter dem dem Kürzel UK 100 drinnen gestanden. Wir hatten, als wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, die hervorragende Situation dieser bullischen Flagge. Was macht die Flagge bullisch? Hier gab es die starke Dynamik nach oben, dann eine leichte Korrektur, wo immer wieder von unten nach oben aufgekauft worden ist und dann hat es einfach mal massiv geknallt. Interessanterweise, und das ist, sind so die Sachen, wo ich sage, es wundert mich immer noch, wie gut das funktioniert. Aber es ist einfach so, man kann sich an alten Bestandteilen in den Charts orientieren, wo möglicherweise erst einmal hier in diesem Falle Widerstände auf uns warten und hier mal wieder eine Art Punktlandung ja, in diesem Bereich. Heißt also an dieser Stelle sind wir in die Korrektur übergegangen und das gibt uns jetzt die Chance zu... Tieferen Kursen nochmal in diesen laufenden Abwärtstrend einzusteigen. Das heißt, wenn wir an dieser Stelle einfach einmal voraussetzen, dass der Trend, der jetzt hier aktuell läuft, weiterläuft, ne, kann er ja rein theoretisch korrigieren bis auf Slow hier unten hin. Das haben wir gehabt hier bei 7315 Punkten. Alles gut und gerne möglich. Aktuell sehen wir das noch nicht. Wir haben zwar gestern Schwäche gesehen und vorgestern auch Schwäche gesehen, aber wir halten uns hier auf relativ hohem Niveau. Also hier kann es gut und gerne sein, dass wir mit Blick auch in die kleineren Geschehnisse uns hier ein schönes Dreieck ausbilden, was dann sehr, sehr bullisch an dieser Seite auch zu werden ist. Bruch auf die Oberseite wäre dann der Weg hier in Richtung Jahreshoch bei 7.528 Zählern beziehungsweise hier oben dann ich zoome das mal kurz etwas näher zusammen da haben wir ein weiteres Hoch an dieser Stelle stehen hier haben wir es hier drüben sehen was da aus dem Abwärtstrend laufend ist das mal ein Hoch gewesen, ein Korrekturhochbereich um die Marke von 7557 Zählern. Das wären dann also die Anlaufpunkte zur Oberseite hin, die dieser junge Trend durchaus im Potenzial auch anlaufen kann. Nach unten hin, wie schon gesagt, wenn es zur Korrekturausdehnung kommt, haben wir ganz klar im Blick das aktuelle Trend Low an dieser Stelle. Und das ist halt auch das Schöne. Was wir hier mit sehen können, was der Markt uns hier auch anzeigt. Und für den heutigen kurzfristigen Handel, da ist es halt wichtig, was macht der Markt denn hier innerhalb dieser Bandbreiten? Wir haben ja hier im Index aktuell diese Außenkerze. Ich zoome das mal kurz näher ran, dass wir es uns in der Stunde mal anschauen. Also hier, das ist so die Seitwärtsbewegung, die wir hier auf hohem Niveau momentan auch haben. Das sieht man auch sehr, sehr schön hier im Stundentrend oben, unten. Wir haben jetzt hier sozusagen den Markt hier ein bisschen nach unten laufen gehabt. Jetzt liefer wieder ein Stückchen nach oben. Also es ist ein klassisches Hin und Her. Und da haben wir halt die entscheidenden Marken oben und unten. Und da wird der Markt uns dann halt zeigen, ob wir unten wieder Stärke bekommen und hochlaufen oder das Ganze eher in die tiefere Ausdehnung reinläuft. Zudem haben wir ja heute den Dreifachen Hexensabbat. Das ist der zweite in diesem Jahr. Da ist ja eh. Alles möglich und das ist halt auch das Schöne, wer sich da an den richtigen Stellen positioniert, der kann das ein oder andere gute Setup in diesem Bereich auch traden. Gehen wir rüber zu den Währungen. Da starten wir mal mit der Nebenwährung hier im euro-südafrikanischen Rand. Hier im Chart, Sie sehen es anhand dieser unterschiedlich dicken Linien, die wir hier drüben drinnen liegen haben. Ich habe es mal eingezeichnet. Das ist mal das große Bild hier. Das letzte, was wir hier haben, das ist schön der aufwärtstrendende Markt. Das ist der große Trend, den wir hier laufen sehen. Den sieht man auch sehr, sehr schön im Chart der Woche. Also das, was wir hier sehen, das ist mal der große, große Aufwärtsverlauf in der Woche. Hier. Hier auch das ganze trendig das heißt das große große bild ist übergeordnet eher in der long richtung unterwegs aber wir sind ja hier nah am markt und da müssen wir einfach schauen was wir hier aktuell zu sehen bekommen und da sehen wir halt selbstredend den aktuell laufenden abwärtstrend so, Punkt. Das ist jetzt das, was wir hier haben. Das, was wir hier sehen, ist sozusagen der Korrekturarm dieses großen übergeordneten Trends. Hier haben wir den schönen Aufwärtstrend gesehen, nach oben laufend, also das Ganze schön nach oben laufend trendieren. Hier das letzte Low rausgenommen, das Ganze hier im Abwärtstrend. Jetzt haben wir hier gestern den Bounce bekommen. Also der Markt hat hier sozusagen rumgedreht und es schaut so aus, als wenn der Markt hier etwas weiter hochlaufen. Möchte heißt also, wenn wir schön den Aufwärtstrend nach oben hier in der Stunde weitersehen, ist der nächste Anlaufpunkt auf alle Fälle mal hier der Bereich dieses Tageshochs um die 16. 31.6 beziehungsweise es kann ja auch zu einer schönen weiten Korrektur-Ausdehnung kommen. Da wäre dann mit Blick auf den Tageschart hier selbstverständlich das Level oben um die 16.57 zu nennen. Das wäre hier der Ausbruchsbereich zur Unterseite hin, als dieser Trend entstanden hat und dieser massive Schub sozusagen in die Überdehnung gegangen ist. Und wir wissen ja, solche Überdehnungen, die führen ab und an auch dazu, dass wir einen ordentlichen Rückschnapper bekommen. Und das ist das, was wir hier momentan auch sehen. Mit Blick in die Stunde können wir das Ganze auch ganz gut erachten. Und da ist es jetzt halt sehr, sehr wichtig hier zu sehen, was wir bekommen, weil, und das ist der Punkt. Den man von der zeitlichen Komponente immer so ein bisschen im Auge mitbehalten muss, wenn man sich auch aufstellt und sagt, okay, wir haben jetzt hier die Stunde zwar leicht Hochtrendend, das ist auch der schöne Aufwärtstrend, den wir in den fünf Minuten sehen, aber man muss an dieser Stelle auch immer noch konstatieren, wir sind rein von der Verortung her immer noch im Bewegungstrend verortet. Das heißt, der Markt hier ist sozusagen ähm, weiterhin in dieser großen Abwärtsdynamik unterwegs. Wir haben hier unten diesen leichten Knick zwar noch gebrochen, ähm, das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist schon eine echte Aufwärtsdynamik da, steht aber in Relation zu dem, was wir vorher hatten, halt als korrektive Phase noch da rein technisch gesehen, ne, wenn man das mal so sieht, hat man hier halt diesen Schwungbereich. Das ist der Bewegungsarm, der letzte hier unten gewesen und das drückt jetzt halt nach oben. Hier oben wird sich dann entscheiden. Laufen wir über dieses Level drüber, dann haben wir gute Chancen einer Korrekturausdehnung. Ansonsten bekommen wir einfach in diesem Kontext hier oben möglicherweise wieder ein Umkehrsignal in der Stunde und das können wir dann wieder nutzen um die untere Richtung reinzunehmen. Und da schauen wir dann allerdings wieder in den Tageschart hinein und das würde dann bedeuten, wir bekommen hier aus der Korrektur das Umkehrsignal und können uns dann wieder zur Unterseite orientieren. Anlaufmarken selbstverständlich hier. Erst einmal dann das Tagestief von gestern, das haben wir liegen bei der Marke von 1604. Ich ziehe da mal kurz eine Linie dran, also hier unten das Tagestief, da haben wir es liegen. Kurz unten drunter haben wir hier noch einen leichten Supportbereich, der kommt aus diesem Aufwärtsschub, den wir hier nach oben hin gesehen haben. Also, das ist hier das kleinste Bild, was wir im Chart auch zeichnen können, bricht das ganze auch weiter weg, dann haben wir hier das aktuelle Tief von diesem großen übergeordneten Trend, was dann unter Umständen ohne weiteres auch angelaufen werden kann. Hier das ganze um die Marke von 1582690, das ist das Tief hier unten in diesem Bereich und dann gehen wir rüber noch zum Australdollar, US-Dollar, wie immer, der große Check. Die Richtung gibt uns hier der Tageschart mit vor und wir sehen es, Verortung innerhalb einer ordentlich laufenden Korrektur des, Auf, äh, des Abwärtstrends. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, wir <laughs> sind hier in einem Aufwärtstrend. Nein, selbstredend ist das Ganze hier definitiv ein Abwärtstrend. Der ist hier oben sozusagen mit diesem ersten Schub unter dieses Korrekturtief ins Rollen gekommen und hat sich dann schön nach unten hin mitentwickelt. Austral-Dollar, US-Dollar hier an dieser Stelle eines der Währungspaare, wo wir immer wieder sehen, dass es sehr, sehr oft dazu kommt, dass die Märkte nach so einem Spike, den wir hier nach unten gesehen haben, korrigieren. Und dann noch einmal den Weg nach unten mit aufgehen. Das kann man immer wieder sehr, sehr schön zum Traden nutzen. Und das, was wir hier sehen, ist aktuell eine schöne tief laufende Korrektur. Wir haben mittlerweile gut 50 Prozent der letzten Bewegung rausgenommen. Interessant ist es halt immer wieder zu sehen. Im Kontext des übergeordneten Trends, dass wir uns hier nur auf die Lauer legen müssen, wenn wir das Umkehrsignal abwarten und dann den Markt nach unten traden können. Das heißt, mit Blick auf die aktuelle Verortung, dieser Stundentrend, der hier läuft, der kann sich ohne weiteres auch noch ordentlich fortsetzen. Nächster Marker hier mit Blick auf die Chart-Situation, das gucken wir uns jetzt gleich mal in der Stunde an. Dann müssen wir nicht immer hin und her schalten. Haben wir natürlich auch weiter etwas nach oben hin gerichtet? Das heißt, das nächste, sage ich mal, Anlauflevel, wo wir immer mal ein bisschen pausiert haben, das ist hier oben diese Marke von 0,69,6. Das ist dieser Bereich hier. Da kann sich dieser Trend ohne weiteres nach oben hin noch mit weiter entwickeln. Das heißt, das wäre hier die Korrekturausdehnung. Wir haben viel, viel Platz auch noch nach oben hin. Aber, und das ist das, worauf ich als Händler ja auch immer achte: das Muster, was wir hier haben, was wir auf Tagesbasis haben, ja, gehen wir nochmal in den Tageschart zurück, das ist halt so ein eng laufender Kanal. Ne? Wir können ja hier. Relativ einfach die untere Kanalseite und die obere Kanalseite an dieser Stelle feststellen, äh, was wir hier haben. Hoppala, also jetzt, ich will das hier nur grob äh, sozusagen mal angehen. Äh, wir haben hier schön laufend diesen Aufwärtstrend. Und wenn dieser Aufwärtstrend der Stunde bricht, dann wäre das ein erstes Indiz dafür, dass der Markt wieder rumdreht und sich eher in Richtung des übergeordneten Trends entwickelt. Heißt also, sobald wir hier ein Umkehrsignal in der Stunde bekommen, das haben wir ja hier schon sehr, sehr oft besprochen, dann haben wir gute Karten, dass der Markt nach unten läuft. Wer jetzt nicht weiß, wie so ein Umkehrsignal ausschaut, ich skizziere das Ganze einfach mal kurz rein, indem ich die letzten Bewegungen hier, also das war. Die, die Korrektur, die letzte, dann haben wir hier jetzt den leicht höher, das leicht höhere Hoch gehabt hier an dieser Stelle. So, und wenn wir jetzt hier in diesem Markt runterlaufen und unter dieses Tief hier runterlaufen das wäre erst einmal ein erstes Indiz dafür, dass der Markt möglicherweise angeschlagen ist und wieder rumdreht. So, und die, die sich das Ganze dann auch schön bestätigen lassen wollen, die sehen dann irgendwann, wenn der Markt runterläuft, im Chart genau dieses Bild, dass sich ein Abwärtstrend bildet und dann haben wir hier zwei Trends in zwei direkt zusammenliegenden Zeiteinheiten, die ineinander laufen. Das heißt, dann wäre die Stunde wieder unterwegs in Richtung des Tages und das wäre dann genau der Marker, dass man sagen kann, okay, man orientiert sich wieder in Richtung der großen Situation und das wäre dann hier selbstredend der Tageschart. Nach unten hin erst einmal dann der Anlaufpunkt hier bei Trendfortsetzung. Ganz klar, wir müssen ja, wenn der Trend sich fortsetzt, unter dieses Tief drunter. Heißt also hier das Trend Low bei 068 314. Und dann haben wir schon den Weg wieder gegeben hier in Richtung des Lows aus Januar, das Spike Low hier bei 067 247. Damit ist der Chart auch besprochen. Die Handelsidee ist mit da und wir können uns das Ganze hier, ähm, die ganze Sache weiter mit anschauen. Aber ich sehe gerade, ich bekomme hier eine Frage, freue mich. Also nutzt das ruhig viel, viel öfter. Äh, ich werde hier gesagt, siehst du äh, den Australdollar die nächste Woche stärker? Ich habe, Matthias, das ist eine Frage, ich kann die echt nicht beantworten. Also, was ich hier momentan einfach sehe, ist, dass der Markt zumindest aus jetziger, aktueller Sicht latent etwas Schwäche zeigt. Ja, das heißt. Ich sage mal an dieser Stelle, es ist schon gut und gerne möglich, dass wir hier noch deutlich weiter in die Korrektur reinlaufen. Das macht der Austral-Dollar sehr, sehr, sehr gern. Ich äh, handel diese, äh, diese, 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 diese Währung ja auch immer mal im Euro äh, und das Verhalten ist dort äh, ähnlich. Das heißt, es gibt immer mal sehr, sehr starke Rückläufe. Deswegen sage ich an dieser Stelle auch immer wieder, das muss man gut im Auge behalten. Warum muss man es gut im Auge behalten? Wir sehen halt manchmal solche Tage wie hier, wo der Markt nicht weiß, wo er hin will. Und danach schiebt es den wieder ordentlich nach oben. Und deswegen gucke ich mir hier auch immer die Stunde an und lasse mir wirklich von der Stunde sagen, was los ist. Das heißt, dieses Schieben an diesem einen Tag, das war hier, das war dieser Stundentrend, dieser Stundenverlauf, den wir hier gesehen haben. Das ist. In diesem Währungspaar immer mal ein bisschen hässlich, muss ich sagen. Da braucht man halt gute Geduld und muss sich die richtigen Punkte zum Einstieg suchen. Also, das wäre dann beispielsweise hier, da hat man schön die Umkehrkerze ähm, gehabt, wo dann der Markt wirklich hoch lief und dann hier unten zum Aufwärtstrend reingegangen ist in den Markt. Und das sind halt die, die Sachverhalte, die ich mir hier immer wieder raussuche. Also, das heißt, ich kann dir jetzt wirklich nicht sagen, ob ich hier Schwäche sehe oder nicht. Ich weiß halt aus meiner Erfahrung heraus, wir sind jetzt in eine relativ tiefe Korrektur schon reingelaufen, also mitteltief ist er aktuell. Nach oben hin ist natürlich noch einiges am Platz. Nur das übergeordnete Bild, das ist natürlich nach unten hin gerichtet. Das heißt, ich sehe hier tendenziell eher etwas schwächer, aber ich muss hier einfach als Händler noch abwarten, bis das auch bestätigt wird. Ne? Wenn der Markt halt einfach Lust hat, nach oben zu laufen, weil ihn die Hände nach oben tragen, dann müssen wir halt auch an dieser Stelle konstatieren, es sind ja noch ein paar Level da, wo wir hochlaufen können, die abgeholt werden können. Und von der Seite her kann es auch gut sein, dass der Markt hochläuft. Genau wissen, ich kann es nicht sagen, übergeordnet ist der Markt schwach. Was wir hier sehen, ist die Korrektur. Okay, das also dazu. Gut, <laughs> laufen wir jetzt in die nächsten Punkte rein. Ach, der Andreas schreibt, dass die Fett hier, ja, don't fight the Fett. Richtig. <laughs> Nicht gegen die Fett arbeiten, Andreas, das ist richtig. Das sind halt die Sachen, die wir in den Charts auch immer mal ähm, wieder sehen. Die Fett bewegt jetzt ziemlich stark die Märkte. Gut, also gehen wir weiter in der Tagesplanung für heute. Und damit gehen wir in die Sache rein, dass wir mal. Auf ein paar wichtige ja, Märkte blicken, beziehungsweise das, was diese Woche auch geschehen ist. Wir hatten ja einige interessante Wirtschaftsmeldungen an dieser Stelle. Und da müssen wir halt auch mal schauen, was kam denn bei den Zahlen raus? Weshalb? Ganz einfach. Gerade wichtige Wirtschaftsdaten haben halt Einfluss. Kurzfristiger Natur auf die Charts, das ist die eine Seite, das ist dann aber meistens schon gegessen. Auf der anderen Seite aber auch mittelfristige oder teilweise sogar längerfristige Auswirkungen. Aus diesem Grund Dienstag ZEB Konjunkturerwartung, ganz schön schlecht gelaufen der Markt. Also, das hier an dieser Stelle, äh, ja, man muss einfach sagen, der Markt ist hier. Doch deutlich enttäuscht worden von den Zahlen. Den DAX hat es nicht gekratzt, ja, aber die Zahlen sind an dieser Stelle definitiv hier auch mit da. Baugenehmigung in den USA, naja, etwas schlechter, aber alles nicht so tragisch. Sehr, sehr positiv überrascht haben die Rohöllagerbestände ein deutlicher Rückgang. Es sind hier, ähm, so sagen wir mal, wir sehen es ja hier, ähm, sagen wir mal, eine, äh, also, also, äh, Entschuldigung. <laughs> Entschuldigt bitte, wir haben hier natürlich einen Rückgang gesehen, der gut dreimal so hoch gewesen ist wie das, was der Markt eigentlich erwartet hat. Das war schon eine sehr, sehr positive Überraschung. Ölmarkt natürlich momentan ziemlich sensibel, weil wir hier auch die Streitigkeiten, die Kriegsandrohungen äh, in diesem Bereich hier äh, Iran Irak dort unten in der Ecke haben, das sind ja wichtige Öl äh, sage ich mal Produzenten bzw. auch Schifffahrtslinien, die dort lang gehen und wenn der Markt nicht ordentlich versorgt werden kann, ja, dann ist es halt wie es ist, dann steigt der Druck auf den Ölmarkt, weil es möglicherweise zu Lieferengpässen kommt und da bereitet sich der Markt natürlich auf solche Dinge auch mit vor und gestern haben wir dann noch gesehen, wichtige Sache hier gut die Zinsentscheidung der Bank of England das war jetzt keine große Überraschung was allerdings eine Überraschung war war der Philly Fed Herstellungsindex der ist doch deutlich schlechter ausgefallen als erwartet das heißt man sieht hier wirtschaftlich es läuft in den USA zwar relativ gut aber wir bekommen hier und da immer mal wieder ein paar Dellen und diese Dellen zeigen sich dann halt an solchen Sachen an dieser Stelle dass man diese Indizes oder diese Befragung wie es der hier geht. Ähm, ja, da sieht man, es ist nicht mehr alles im Gleichlauf. Es wackelt immer mal hier und da. Das wird sich mittelfristig auswirken. Die Zentralbanken arbeiten da an dieser Stelle ja auch wieder gut. Also, gehen wir weiter in dem was uns nächste Woche erwartet da bekommen wir am Montag hier aus Deutschland den, IFA, äh, den ifo den Geschäftsklima Index aus den Großbritannien oder aus Großbritannien gibt es die Anhörung zum Inflationsbericht am Dienstag das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA die Verkäufe neuer Häuser und dann hier an dieser Stelle auch noch eine Rede vom FED-Vorsitzenden Paul. Am Mittwoch dann auch aus den USA den Auftragseingang für die langlebigen Güter und wie immer das jede Woche die Rohöllagerbestände. Weiter geht's am Donnerstag, da gibt's das BIP aus den USA und planmäßig dann auch die schwebenden Hausverkäufe, bevor wir dann am Freitag die BIPs aus Großbritannien bekommen und hier in der Eurozone den Verbraucherpreisindex. Ja, da wissen wir ja, Inflation ist so ein bisschen das Sorgenkind an dieser Stelle hier in der EU. Da blickt ja auch die EZB mit großer Sorge drauf. Deswegen hier auch ein nächstes. Man nennt es, glaube ich, Quantitative Easing, wie auch immer das Kind benannt wird. Es ist dazu da, die Märkte zu stützen und die Zentralbank macht das Geld billig, flutet den Markt mit Anleihen. Da gibt es ja eine Menge Sachen, die die Zentralbanken machen können. Das bleibt spannend. Den DAX gefällt es aktuell, was dort passiert. Das sieht man an den großen Bewegungen, die wir hier aktuell auch mit da haben. Damit schauen wir dann gleich mal noch in die großen Indizes rein. Und zwar starten wir hier mit dem Blick in den DAX. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Ähnlich wie ich das gerade vorhin im Fuzi gezeigt habe. Hier gab es eine ähnliche Situation, ein ähnliches Verhalten. Hier hatten wir so eine leichte Abwärtsbewegung da, die dann ordentlich rausgenommen wurde mit einem massiven Schub nach oben. Jetzt klemmen wir so ein bisschen oben fest. Ja, wir haben ja am Donnerstag, also gestern mal kurz hier oben reingelugt. Ich mache das Bild mal kurz kleiner, damit wir sehen, wo es herkommt hier. Auch das ein Marker aus dem vergangenen Abwärtstrend hier. Das ist auch das Hoch gewesen, was wir an dieser Stelle im, wo war es gewesen, im März auch gesehen haben. Also dieser Widerstandsbereich ist aktuell erreicht heute wie schon gesagt großer Verfallstag, da kann noch einiges passieren. Ich nehme an, in der nächsten Woche wird dann der Markt eine gute Richtung finden, entweder runter oder hoch, aber im Gesamtbild ist der Markt jetzt auf alle Fälle erst einmal hier, wenn wir uns das Ganze kurzfristig anschauen, über eine wichtige Marke drüber gelaufen, nämlich das war das Zwischenhoch dieses starken Abwärtsstubs und da sind wir momentan drüber und halten uns hier auf dem hohen Niveau und wir sehen an dieser Stelle es auch immer wieder, es kommt immer wieder zu der Situation, dass tiefere Kurse genutzt werden, um nach oben zu kaufen. Das ist eigentlich ein Zeichen von Stärke, wenn ja, wenn da heute nicht der Verfall wäre, möglicherweise wird der Markt künstlich hier oben gehalten, möglicherweise sind es aber echte Käufe, aber hier an dieser Stelle muss man einfach schauen, was kommt und hier ist es so, wir werden die Entscheidung sehen, ob es jetzt wirklich echtes Kaufinteresse ist oder der Markt erstmal kurzfristig nur dort oben gehalten wird. Die Entscheidung kriegen wir dann und das ist auch wieder schön spannend zu sehen für diejenigen, die es kurzfristig auch mögen, wenn man hier oben solche Widerstandszonen hat, hier wo wir es jahreshoch hier drüben hatten, das sind Marken, wenn da gleich wieder Schwäche reinkommt, dann kann man im kurzfristigen Bereich immer mal ein Stück nach unten mit wegnehmen, wohlwissend, wir sind hier aktuell doch eher auf der bullischen Seite unterwegs. Und dieses Bild, was wir hier gerade jetzt auch sehen, das sind die Sachen, die wir auch im US-Markt zu sehen haben. Hier sind wir auch mit Blick auf den DAU beispielsweise schon über wichtige Marker drüber gelaufen. Also hier haben wir jetzt nicht nur diesen Abwärtstrend gebrochen, sondern hier wir haben es ja miteinander hier in den Morning Briefings besprochen, über eine wichtige Marke drüber gelaufen. Hier sehen wir noch kurz das, was wir in der Stunde gesehen hatten. Also, es ist sehr, sehr bullisch und wir sind hier auch übers Jahreshoch schon drüber gelaufen. Und wenn wir uns den Daumen mal angucken, der ist wirklich kurz davor, das Allzeithoch in Angriff zu nehmen. Das haben wir ja gehabt, knapp unter der Marke von 27.000 Punkten. Also, hier das Bild auch sehr, sehr, sehr bullisch. Selbst wenn es hier mal kurz zu einem Rücksetzer kommen soll, das bärische Bild ist weg, ja, seitdem wir hier unten drüber gelaufen sind. Die Bullen sind am Ruder und das ist das Bild, was wir hier nach oben hin sehen. Ganz klar, kurzfristig kann es immer wieder Rückschläge geben, weil wir hier schon in einer sehr, sehr starken Dynamik unterwegs gewesen sind. Und diese Dynamik wurde ja befeuert durch die Notenbank, durch die Spekulationen darauf, dass all die Dinge, die wir hier sehen und auch hier der große Verfall, da wird der Markt geklärt sozusagen. Und dann werden wir sehen, wie es nächste Woche weitergeht. Aber hier auf alle Fälle wieder alles schön bullisch zu sehen. Und wenn wir uns das hier nochmal mit Blick auf den Wochenchart anschauen, dann sehen wir halt auch, dass wir in der Woche in einem sehr, sehr, sehr wichtigen Bereich mitstehen und hier ist es halt wichtig, die Entscheidung. Wir müssen wirklich schön hier oben drüber laufen und drüber bleiben. Dann ist alles wieder wirklich sehr, sehr schick. Ansonsten kann sich das Bild komplett rumdrehen. Nur hier wollen wir jetzt mal keine Gewitterwolken an den blauen Himmel malen, sondern einfach abwarten, was der Markt uns zeigt. Und hier oben haben wir schon das Allzeithoch. Und da schauen wir einfach, wie der Markt hier an dieser Stelle reagiert. Ganz klar, es kann sich auch Dynamik nach unten immer wieder entwickeln. Das behandeln wir dann hier, die Lage im Blick. Schauen wir uns das Ganze mal im SP 500 an. Und da sehen wir es schon. Gestern hier ins Allzeithoch wieder reingelaufen. Also auch hier, da sind die Bullen voll am Zuge. Wir sind gestern rangelaufen hier das hoch hatten wir da bei 2.958 zählen und wenn wir uns das wochenhoch mal anschauen da sehen wir das steht auch genau bei 2.958 hier im chart mit drinnen blicken wir uns jetzt mal das bild im tageschart an und dann sehen wir es auch wirklich sehr sehr schön richtig gute dynamik oben ran wenn das ganze Bild so bleibt, was wir auch bei einigen anderen Werten sehen, dass Allzeithochs momentan gekauft werden, dann wäre das hier eine gute Möglichkeit, dass der Markt uns zeigt, er will hier oben drüber und dann auch wieder ordentlich mit durchstarten. Das wäre sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend zu sehen, weil dann haben wir auch die Bestätigung, dass es die Bullen wirklich ernst meinen und nicht sich sagen, okay, hier oben ist jetzt genug, wir sind jetzt am Allzeithoch, dann geht es erstmal wieder runter in den Keller. Das kann natürlich auch passieren, aber da warten wir hier an dieser Stelle einfach einmal ab. Und das Ganze jetzt noch einmal mit Blick in den technologielastigen Sektor hier, den NASDAQ, USTEC, das Kürzel im Chart, gleiches Bild. Das ist etwas, das sieht man breit weg durch alle Indizes, die wir hier immer wieder betrachten. Wir hatten die starke Aufwärtsdynamik, eine leichte Korrektur und dann sind die Bullen wieder ordentlich zum Zug gekommen, auch hier. Im Nasdaq. Der Weg zum Allzeithoch ist nicht mehr weit. Wir stehen auch schön weit nach oben im Verlauf drin. Also auch hier schön das bullische Muster zu sehen. Ich skizziere das hier an dieser Stelle gleich noch mal durch den Trendverlauf, den wir mit haben. Also hier ist der Markt schön hochgelaufen, hat kurz unter dieser wichtigen Marke hier konsolidiert und uns danach den Gefallen getan, nach der Konsolidierung gleich wieder nach oben reinzulaufen. Wie schon gesagt, jetzt stehen wir in einer weiten Bewegung. Die konsolidiert immer mal so ein bisschen korrektive Phase. Können wir ja ohne weiteres bekommen und danach auch hier Attacke auf das Allzeithoch. Blöd wäre es hier, wenn wir am Allzeithoch oder kurz drunter abprallen und nach unten laufen, dann hätten wir hier ein tieferes äh, Hoch. Das wäre nicht so schön, wenn es dann nachhaltig nach unten geht. Aber aktuell ist davon noch nichts zu sehen. Die Gefahr natürlich wie immer vorhanden. Das kann immer passieren, aber auch hier. Alles im grünen Bereich momentan. Das ist der Blick auf die großen Indizes. Und mit Blick auf die Uhr haben wir es jetzt 9 Uhr. Ich schaue gerade noch mal in die Chats hinein, ob wir irgendwelche Fragen haben zu Wunschmärkten. Haben wir momentan hier an dieser Stelle nicht. Das heißt, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Punkt. Und das ist genau der Punkt, wo wir hier weitergehen. Und auf den ZEW-Index einmal schauen wollen. Wir werden jetzt hier für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf äh, Facebook ganz kurz ein Break machen. Ich mache das immer so, dass ich ein zweites Video erstelle, dass diese beiden Sequenzen freitags getrennt bleiben. Bleiben Sie einfach dran auf Facebook. Es geht in Kürze weiter. Und hier unsere Zuschauer auf GoToWebinar. Hier läuft es wie immer durch. Also bis gleich.